Einen recht schönen guten Tag und herzlich willkommen zum, was ist das jetzt, der 12. Teil, ja? Meine Fresse. Ja, kann man unschwer erkennen. Kennt ja jeder, der jetzt hier random irgendwie in dieses Video schauen sollte, wie auch immer. Das Tokyo Highway Challenge 2, ne? Das kennt man ja. Es ist ja ein sehr bekanntes Spiel. Sega Dreamcast hat ja auch bestimmt jeder noch zu Hause stehen. Ja, und es geht weiter. Und ich bin heiß auf den neuen Motor. Also ich weiß jetzt nicht, muss mir jetzt nochmal, na gut, hier steht ROM Replaced, Manual Boost Controller, Added, bla bla bla, ROM Replaced, Turbo, Upgraded, Blow-Off Valve, bla bla bla, ROM Replaced, Large Compressor, Installed, ein Kompressor? Okay, External Wastegate, Installed, Large Intercooler, bla bla bla, Twin Turbos, Installed, auch zusätzlich zum Kompressor oder was? Specialized for Medium and High Speed, Big Turbo. Hier steht dann einfach Racing. Okay, also es wird nicht ein Rennmotor sein. Was ich vorhin irgendwie, glaube ich, mal so behauptet hatte, mal wieder. Ja, man kennt mich ja inzwischen. Diejenigen unter euch, die sich den ganzen Scheiß bis hierhin angeguckt haben. Nein, es ist einfach nur ein Upgrade quasi, ne? Der Motor wird immer weiter ausgebaut. Aber ist ja auch scheißegal, wenn wir das Upgrade einbauen, haben wir fast 600 PS. Ja, Ofenrohr haben wir hinten schon dran. Soll das sein, sonst ist nichts dazu gekommen. Nein, ich will aber auch jedes Mal nachgucken, ne? Das ist schlimm. So, und jetzt denke ich dran. Halleluja. Hier oben haben wir es schon. So und so. Ich denke, das wird ganz, ganz gut funktionieren. So, und dann geht's wieder zurück auf den Wangan. Ja, und da das wieder ein neues Video ist und ich immer noch die ganze Zeit rumhuste, ja, ich bin erkältet, das tut mir wirklich leid. Hier so ein Krach zu machen zwischendurch, aber kann das ganz positiv sehen, wenn ich hier nicht die ganze Zeit zu Hause quasi notgedrungen rumsitzen würde, wären diese ganzen Videos zumindest in der Frequenz nicht zustande gekommen, bestimmt nicht. Aber ja, seht's mir bitte weiterhin nach, oder diejenigen, die sich das jetzt einfach so ansehen. Die Wege des YouTube-Algorithmus sind unergründlich. Sorry fürs Rumgehuste. Das ist aber auch wirklich ätzend. Ja. So, ja. Geht. Ich bin da jetzt eben auch wieder einfach irgendwo lang gefahren. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, wir sind jetzt in die Richtung da unterwegs. Ja, mal ein Stück weiter. Ne, das ist auch wieder so ein. Auch wieder einer, den wir schon besiegt haben. So, und ja, fahren wir mal hier oben wieder ein bisschen lang. Na, da unten ist mal einer. So, und ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ne, wie sich das so macht mit der neuen Übersetzung.
Ne, erster Gang, zack. Zweiter Gang, ja, dann dreht er bis 140. Ja, falls man hier so ein bisschen die Nebengeräusche hat, habe ich in den anderen Videos halt auch schon gesagt, aber ich sage es jetzt aber jetzt nochmal. So ein Dackelmischling, der rennt hier die ganze Zeit wie verrückt rum. Dem hat er mir irgendwie am Bein, glaube ich, geschnüffelt oder so. Das ist ja ein bisschen strange. Also man kann ja jetzt schon inzwischen wirklich mit absolut kranken Geschwindigkeiten durchzirkeln irgendwie durch diese Gegend. An der Kurve da komme ich aber dann trotzdem lieber ein bisschen zu langsam als zu schnell. Road Rage. Schwarzer GTR 33. Oh. Boah, der dritte geht jetzt bis 180. Vierter bis 230. Ja, der wieder nicht umgestellt, ne? Eieiei. Okay, da war ich echt gerade im zweiten, ja. Alter Schwede, der schaltet wirklich inzwischen so schnell. Reagiere da auch einfach nur noch und guck da irgendwie wild rum. Versuche irgendwie so den richtigen Gang zu treffen, aber das funktioniert ganz gut aktuell. Tja. Geht. Fahren hier links lang. Tja, und wir brauchen 56.000, ne? Und das ist jetzt wieder das neue Ziel. Ja, shit, jetzt ist hier wieder niemand, ne? Tja, also es wäre wirklich hilfreich, gewesen, glaube ich, das zu streamen. Es macht halt nur nicht wirklich, weil, ne, dann könnte man sagen, ihr oder auch halt auf die Kommentare achten. Alter, fahr mal da und da lang. Du checkst es die ganze Zeit nicht, so nach dem Motto. Du bist ja jetzt schon tausendmal lang gefahren, das sind keine Gegner mehr. So nach dem Motto, so stelle ich mir das vor zumindest. Ein bisschen freundlicher noch, ne? Ja, aber macht natürlich keinen Sinn, wenn sich das kein Mensch anguckt, dann kann ich es auch gleich als Video machen. Vielleicht mal irgendwann in weiter Ferne mit irgendwie dem einen oder anderen Abonnenten, wo man dann irgendwie erwarten kann. Es müssen ja nicht viele Leute sein, also ich habe hier jetzt keine hohen Erwartungen. Wenigstens, wenn es halt so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute gucken würden, das würde ja schon reichen. Und da dann irgendwie kommentieren, das wäre schon cool. Oh yeah. Alter, da ganz, ganz unten ist einer, ne? Oh, noch einer. Okay. Dann starten wir jetzt auf jeden Fall nochmal ein Duell. Wheel Freak. Genau, und der Stil echt ausgefahrenen UKW-Antenne.
Ja, am 2. bis 140, ne? Wie sieht das so aus dem 3. aus? Oder jetzt mal, so 50. Okay, das hat Turboloch, ne? Aber so, 2. Gang, 50. Und dann einfach mal... Zack. Ja, aber aus dem 1. Ist ja schon im anderen Video gemacht, aber... Zack. 120, das ist gestört, also... Gut, ich weiß... Gibt heutzutage echt Autos, die... Beschleunigen irgendwie in... Keine Ahnung... ...3 Sekunden von 0 auf 100 oder unter 3 Sekunden sogar. Sind wir jetzt noch nicht, denke ich mal. Ja, obwohl. Ja. Am Taxi vorbeigeslidet. Okay. Hornhound. Okay. Ja, da ist es wieder, das okay. Ich merke das, so am Rande zumindest. Am Rande meines Bewusstseins. Ey, scheiße. Aber was willst du denn da sagen? Was willst du da an? Wie willst du denn darauf reagieren? Hornhound. Was? 4. Gang, 4. Gang. Alter, echt? Bin ich dagegen gefahren? Eieiei. Ah, okay. Honda Civic. Ah ja, und ein kleinen Laster dann auch noch mit. Cruiser Can. Und jetzt mal ganz im Ernst, jetzt mal ganz im Ernst, Leute, Cruiser, Can und Queen's Paradise, was geht da ab, was geht da bitte ab? Also ich muss sagen, das macht schon echt Spaß hier durchzuballern, ey, durch diese Tunnel. Das ist schon echt nice. 2,7. Ja, sind wir gar nicht mehr so weit entfernt. Und dann gibt's Renn-Upgrade. Für den Motor. Dann, was soll denn dann abgehen? Wirklich, also, was soll dann abgehen? Krank soll das Teil dann sein. Mumbler. Ja, okay, kann sein, dass es der letzte ist von denen. Irgendwas war da wieder mit dem Kollegen. Mumbler, Mumbler.
Boah. Also der vierte, der ist sehr gut brauchbar für solche Kurven. Ah, da müssen wir. Ja, geil. Geil. Ja, wenn das klappt. Wenn das klappt, dann macht das echt richtig Laune. Und ich meine, man weiß, wie oft man vorher schon an den Stellen gegengeballert ist. Okay. Hab jetzt gehofft, dass wir den Boss von denen triggern. Und da kommt einer von da hinten. Boah, das wird aber echt lange dauern. Nee, kommt, wir gehen wieder in die Garage. Okay. Ja. So, und der kam eben von hier, ne? Vielleicht erwischen wir den ja da in der Richtung. Warte. Cruise Master, ja. In einer lilanen Toyota Celica, ich sag's ja nur, ne? Also. Ein Dry Cruise. Ja, ich weiß nicht, ob das nur mein Hirn ist, was so ein. Scheiß jetzt ausspuckt in Bezug auf diesen Begriff, aber gut, wer weiß. So. C1 Outer Ring, ne? Hier links war da. Ups. Da fährt er uns auch hinterher, das ist sehr blutig. Nein, wir sind eben aus der anderen Richtung gekommen, ne? Ja, ich werde es nie checken. Das ist. Ja, und da fährt jetzt einer lang. Shit. Ja, ich fürchte, ich werde hier mal echt ein bisschen warten müssen gerade. Kann man sich wenigstens mal kurz den Letzner ansehen. Kann man hier auch so ein bisschen. Nee, ne, kann man nicht. Schade. Den Motor aufheulen lassen oder so. Ja, cool, aber er kommt wenigstens in unsere Richtung, das ist doch gut. Ich finde auch geil, dass man das Bremslicht nur am äußersten Rand sieht und halt oben die dritte Bremsleuchte. So, wen haben wir denn hier? So, das war schon hier. Schoolgirl, okay. Na gut, das Sienpinken, Nissan Silvia fährt, das geht ja wohl klar. Entschuldigung, Olivia. Nissan Olivia. Nippon Olivia. Entschuldigung, so heißt es richtig. Das war wirklich der. Das kann ich nicht oft genug sagen. Das ist so ein krankes Teil. Wie soll das erst werden mit 600 PS? Ha? Stellen natürlich dann auch den Ladedruck so ein, dass er 600 PS hat, ist klar, ne? Also das muss ja sein.
2000 Credits noch. Halleluja. Aber hier ist keiner mehr, ne? Jetzt bin ich natürlich auch wieder in die Richtung unterwegs. Das ist wieder Cruise Master. Altes Haus. Ja, und wenn wir da einmal rumfahren würden, da war eben noch einer, den wir noch nicht. Also ich auch, ja, ich bin auch krank, aber... Ja. Ja Mensch, das gibt immerhin 757 Credits. Oh wow, okay, da oben ist jetzt einer. War doch da eben noch nicht, oder? Fahren wir direkt zu dem. Probieren wir den auf dem Weg dahin. Ich muss auch sagen, ich finde den das Head-Up-Display. Falls man das so nennen kann. Ist perfekt. Also mehr brauchen wir auch nicht. Mit diesen Einblendungen halt, wo man jetzt abbiegen kann. Was natürlich geil wäre, wäre irgendwie so eine GPS-Funktion, dass man da irgendwie, keine Ahnung, dann so eine Route dahin fährt mit irgendeinem so einem Wegweiser oder so, aber ja. Dieser analoge Drehzahlmesser und der Digitaltacho, ich finde das passt total geil. Der Ganganzeige da unten rechts super übersichtlich. Top. Wäre natürlich noch eine Stufe geiler. Da hätten sie es voll mitgerissen, wenn jetzt jedes Auto irgendwie ein unterschiedliches Design hätte vom Tacho. Das wäre natürlich mega krank. Aber hey, das ist. Sind zu viel verlangt, glaube ich. Aber ansonsten, das passt, ne? Also ich finde echt, das passt, das reicht. Ja, brauche ich nicht. Zumindest nicht in dem Spiel da. Ja gut, oder vielleicht halt die, was ich ja schon gesagt hatte, ne? Irgendwie so ein Warnlämpchen. Wenn man jetzt Leistung verliert, weil der Motor zu heiß wird. Ich habe mir gestern irgendwie schon gedacht, das wird jetzt besser mit dem Husten und heute Morgen auch irgendwie, aber ne. Das wird nix. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es inzwischen einen so gut funktionierenden Dreamcast-Simulator gibt. Ist ja auch nicht ganz einfach, weil ich glaube, das ist irgendwie so ein Power-PC-Prozessor gewesen, irgendwie so eine IBM-Entwicklung, glaube ich. So was ähnliches, was dann in der Xbox 360 auch drin saß. Xbox 360 dann halt Milliarden mal
leistungsfähiger. Das ist, glaube ich, ein 3-Kern-Prozessor. Joe Cool. Und ja, ich denke mal, das wird nicht so einfach zu emulieren sein, ne? Bei PlayStation 2, die hat ja auch einen, so einen ganz exotischen, so eine. War doch auch so eine Sony-Eigenentwicklung oder war das denn erst PlayStation 3? Ja. PS2-Emulation, die läuft ja seit Jahren schon Bombe. Boah, viel zu schnell, viel zu schnell. Oh, danke. Wäre nicht nötig gewesen. Alter Schwede. Win. Schade. Hätte ich mir jetzt irgendwie erhofft von, dass wir da den Boss freischalten von denen. Shit. Er ist in die Richtung unterwegs gewesen. Warum sehen wir die überhaupt? Ja, okay. Ab geht's in die Garage. Und ich glaube, wir haben so viel Kohle, ne? Wir haben genug Kohle zusammen. Oh, shit. Ja, wir haben genug Kohle zusammen. Oh, mein Gott. Ach, 593 PS, sorry. Nicht 595. Ja, nee, dann nehmen wir es nicht, ne? Nee, dann lassen wir es nicht. Ja, natürlich nehmen wir es. Also, wir haben 54.000 Credits, bitteschön. Und Dankeschön. Gibt's ja noch irgendwas überraschend Neues? Nee. Und Spoiler ist, glaube ich, separat, oder? Ah, die Felgen da noch, ne? Dann so der allerletzte Feinschliff, sind nochmal 10.000 Credits, die kriegen wir jetzt auch noch zusammen. So, und ich hab's ja gesagt, das mache ich auf jeden Fall. 600 PS. Inwiefern verändert sich eigentlich, ja, oh, guck mal, jetzt ist der eine Graph da schon außerhalb der Anzeige. Außerhalb der Skala, wie auch immer. Ja, alles klar, 600 PS im Evo. So, jetzt fahren wir nochmal in die Richtung hier. Oh Gott. Ich glaube, ich realisiere noch gar nicht, was das jetzt für einen Unterschied machen wird. Also bin ich mir sehr sicher, das wird so krank sein. Ich tippe das Gas quasi nur an. Ich will jetzt mal Vollgas. Ja, schade, am Motorsound hat sich jetzt nichts verändert. Eieiei. Halleluja, ja, okay. Okay, das war wesentlich
schnell. Boah. 300 hier in dem Tunnel, einfach mal so, ne? Einfach mal so in der Kurve quasi 300. Oh, da unten ist jemand. Müssen wir jetzt, glaube ich, auch schon echt wieder gucken, dass wir den... Ups. Müssen wir jetzt echt schon wieder gucken, dass wir die uns schnappen. Der nimmt das Gas jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen direkter an. Boah. Tja, aber wird jetzt natürlich noch ein bisschen schwieriger, wieder das Teil so halbwegs unter Kontrolle zu halten. Ja. Wie man sieht. Aber dafür tut es dann auch nicht ganz so doll weh, wenn man mal irgendwo gegenknallt. Dann kann man wenigstens wieder ein bisschen schneller da rausbeschleunigen. Lazy Boy! Von Rings. Und wir starten quasi vor der Wand. Und haben ein ganz kleines Turboloch. Ganz, ganz klein. Das ist eigentlich... Eigentlich merkt man das nicht, das Turboloch bei dem Auto, aber... Hat auch keine Anfahrschwäche. So. Wo fährt er lang? Wie heißen die Wings? Also werden sie hier den... Ja. Ja. Kann man es doch mal sehen. Ja, wie schnell sich die Räder bewegen beim Lenken. So Sekundenbruchteile nur, die das Rad in einer. Oh, sorry. Das Rad in einer Position bleibt. So läuft das. Oh mein Gott, das ist wirklich... Das ist so krank einfach nur. Fleißig hier Mineralwasser nebenbei die ganze Zeit, hoffen, dass ich da nicht ganz so viel rumhusten muss. Und NSX Ghost Rider. Mhm. Ja, ich höre ihn. Ich höre den Motor. Mm-hmm.
Joa. Würde ich sagen, ne? War gar nicht mal so verkehrt, das Rennen. Für uns zumindest. Für ihn wahrscheinlich nicht so. Das ist ja echt selten an, ne? Das in, okay, aber. Ja, und jetzt ist hier irgendwie Hundeaktivität. Ja, ich würde sagen, ich mache an der Stelle mal eine ganz kurze improvisierte Pause. Gleich weiter, es geht quasi nahtlos weiter. Ja. So schnell kann das gehen. Falscher Alarm. Kann tatsächlich immer mal sein, dass dann hier meine Freundin schon nach Hause kommt und kann man sie nie so sicher sein. Weil dann rasten die Hunde definitiv komplett aus. Ist ja klar. So, und jetzt habe ich gerade das Rennen beendet. Hä? Also die bin in die Garage zurück. Mist. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Also zur Erklärung, damit das irgendwie Sinn ergibt, was ich da eben wieder gelabert habe. Meine Freundin arbeitet halt in der Gastronomie, im Service und kann halt sein, dass sie um, weiß ich nicht, wie spät haben wir es denn jetzt gerade, irgendwie um 11 Uhr nach Hause kommt oder halt um 1 Uhr nachts oder um 2 Uhr nachts und ja, von daher... Boah, das ist so super schnell, dieses Teil. Wirklich, der ist so krank. So, so krank. Ich glaube, hier in der Region ist nichts mehr für uns zu holen. Genau, wir starten jetzt mal in die Richtung, dann fahren wir Richtung Wandern. Absolut bestialisch in Leistung und so. Wow. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich fand den schon mit 330 PS oder was das war, eine ganz lange Zeit, fand ich den ja schon nicht schlecht. Fand den auch am Anfang mit seinen 280 PS nicht übel. Sind wir damit ja noch quasi bis auf den Kühlergrill da komplett Serie rumgefahren. Aber das Teil ist jetzt inzwischen wirklich, wirklich jenseits von Gut und Böse. Ne? Ah, meine Kurve. Ja, aber es wird wieder irgendwie spärlicher mit den Gegnern, ne? Da bin ich ja vorhin, da unten ist einer. Dann fahren wir erstmal noch mit dem Bichchen rennen. Ein Songman. Komm.
Ja, kann auch sein, dass man ihn jetzt hier für den Teil wirklich höher übersetzen muss, im sechsten wieder. Brutal, wirklich brutal, das Ding. Vielleicht ist so einer mit einer Viper wieder. Sind hier ja unterwegs gewesen. Nee. Fährt hier lang. Okay. Ach. Also von denen fehlt. Hier gibt es auch noch der Boss. Ich habe vorhin noch mal ein Assetto Corsa Video gesehen von so einem Shikoku Revival Project, dass er da gerade diese Stelle da eben mit diesen komischen Gittern da lang gefahren ist. Hat so geil ausgesehen. Ich finde das so krass, was sie da gemacht haben. Würde mich mal interessieren, irgendwie Grundstrecke her haben, ob die das aus irgendeinem Spiel tatsächlich konvertiert haben. Vielleicht halt echt aus einem Tokyo Extreme Racer oder so. Oder halt Shitoko Battle. Oder ob die das alles von Grund auf aufgebaut haben, diese Strecke. Das ist ja wirklich so gigantisch. Ja, nur dieser Spielmodus fehlt da halt, Leute. Ich sehe das schon irgendwie so 2025. Keine Ahnung, habe ich meinen Job gekündigt und fahren wir hier lang? Fahren wir hier lang, oder? Und weiß ich nicht, bin irgendwie hauptberuflich dafür verantwortlich, keine Ahnung, ein Influencer geworden und versuche Leute zu bringen, irgendwie einen neuen Tokyo Extreme Racer Titel zu entwickeln. Dann irgendwie eine Kickstarter-Kampagne ins Leben oder so. Das wäre echt eine Idee, ne? So eine Kickstarter-Kampagne. Oder halt, gut, ich kann das Spiel ja nicht entwickeln, ne? Okay, was ist das jetzt? Blaue Rakete. Nee, wie heißt das? So eine Pressure Cooker? Okay, ja, das kann ich nachvollziehen, dass das Spiel da hängt. Pressure Cooker, Alter. Und dann so eine blaue Rakete mit einem weißen Stern drauf. Hammer. Aber, Land sieht der nicht wirklich, ne? Wir fahren rechts rum. Ja, ordentlich. Ordentlich Bode hat es gegeben. Haben wir Pressure Cooker platt gemacht. So, jetzt nochmal so eine Petition. Ich glaube, das habe ich aber auch schon wieder erzählt, ne? Petition starten. Keine Ahnung. 50 Millionen Leute da unterschreiben lassen. Ganz ehrlich, also. Was glaubt ihr? So, was glaubt ihr? Wie viele Leute müsste man da zusammentrommeln, damit Genki sich da nochmal irgendwie zu hinreißen lassen würde, so eine Kickstarter-Kampagne zu starten für einen Nachfolger? Ganz ehrlich, so, ich meine, bei so einem Spiel wie Star Citizen, man hat es gesehen, ne? Da hat jetzt auch, glaube ich,
ursprünglich niemand so wirklich einen riesigen Markt für gesehen. Für so ein Spiel. Boah, und jetzt fahre ich hier die Kurven gerade richtig begnadet. Man sieht ja, was daraus geworden ist. Ich meine, gut, das Spiel ist schwieriges Thema, ne? Ich meine, es macht Fortschritte, klar. Macht super Fortschritte, eigentlich. War gut, so ein neues Shutoko-Battle, was müsste das haben? Also, ich denke, das wäre übersichtlich, ne? Müsste man halt irgendeine Engine vielleicht mieten oder so, oder halt, ja, ne, so eine Lizenz dafür halt kaufen. Also, so stelle ich mir das jetzt in meiner. Meinem Laienwissen vor und ich denke mal, das hier wird auf jeden Fall eine Eigenentwicklung gewesen sein, die Engine, kann ich mir gut vorstellen, zumindest, und ja, weiß nicht, aber halt irgendwie so Unreal Engine 5, aha, oder halt echt so die Assetto Corsa Engine oder so, das würde ja schon vollkommen reichen. Das muss ja keine super, mega, high-end State-of-the-Art-Grafik haben. Es muss halt wirklich nur ein gutes Stück moderner werden. Und dann halt mit arsch viel Autos und, ja, keine Ahnung, einem Multiplayer drin. Irgendwelchen anderen Rennmodi vielleicht noch von mir aus. Aber dann vielleicht fernab von dem hauptsächlichen Spielmodus. Von mir aus dann auf dem Multiplayer-Part halt. Könnte halt echt so ein Open World Multiplayer damit anbieten. Und ja. Ich glaube, das würde viele, viele Leute sehr glücklich machen. Ja, ihn zum Beispiel, weil er dann auch mit dabei wäre wieder. Nachdem er aus dem Koma irgendwann aufgewacht ist. So, nee, auch nicht. Tja, irgendwie viel los ist hier nicht mehr, ne? Das ist dann echt schon so ein bisschen wie bei Wangern langsam, ne? So, wir sind schon jetzt echt krank, ne? Also wir ballern hier mit 3,30 quasi, als wäre es nix die ganze Zeit lang, und keiner fordert uns mehr heraus dann irgendwie nach einer Zeit. Keiner hat irgendwie eine Chance, so, die gucken dann immer nur alle, wenn man vorbeifährt, so nach dem Motto, und denken sich, Alter, da ist er. Der blaue Evo. Der Teufels-Evo. Oh. Mit dem Schweinekopf. Schweinekopf-Evo. Oh, Rechtskurve. Ja, das gefällt ihm, ne? Da fühlt er sich wohl. So jenseits von 300. Da vorne ist tatsächlich, ja. 340. Ja, und jetzt, ne, wir sind schon eine ziemlich weite Strecke gefahren, aber es reicht noch von der Leistung, ne? Um halt solche Geschwindigkeiten zu erreichen.
Rubber Burner mit seinem lila Mudder. Aber ist schon krass, ne? Ja gut, er ist stark im Rückstand, aber ist schon respektabel, was der RX-7 hier, der FC scheinbar noch reißt. Also so 300 fährt er auch, ne? Mhm, okay. Road Prince. Und guck mal, er hält echt ganz gut mit, ne? Er hält wirklich ganz gut mit. Mit seinem RX-7. Ich meine, wann waren die Teile aktuell? Ende der 90er. Oh, wow. Ja, jetzt holt er sich seinen gigantischen, der ist wirklich gigantisch, der Knochen, wirklich. Jetzt holt er sich seinen riesigen Knochen und lässt den erstmal schön aufs Laminat ballern. Da freut er sich. Das muss sein. Das ist der Shit. So, haben wir jetzt gerade gewonnen? Konzentriere mich hier so auf. Ja, haben wir gerade gewonnen, ne? Ja, sorry. Moment zerstört wieder. Ja, so geht's einem als Hundebesitzer. Das macht er aber auch absichtlich, ne? Das ist der Hammer. Wirklich. Das ist der Hammer. Lässt er den richtig, richtig schön da drauf knallen. Besonders schön ist es, wenn man dann im Dunkeln auf den Knochen drauf tritt. Oder so vorne mit der Fußspitze gegenballert. Dagegen tritt. Weil der ist echt schwer. Der wiegt bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, 1,5 Kilo. Und halt hart. Ist halt ein Knochen, ne? So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für einer, aber ein Schweineknochen oder so. Nee, okay. Ja, keine Ahnung, was es mit ihm auf sich hat. Was man da erfüllt haben muss, damit man gegen ihn fahren kann. Aber ich muss sagen, also die, es macht sich jetzt auf jeden Fall nicht mehr so stark bemerkbar, dass die Leistung halt abfällt. ...1500 Kilometer hat er schon runter. Der Lancer. Ah, da hinten ist einer. Aber ich meine, ist halt auch so, ne? Selbst wenn er jetzt an Leistung verliert, dann wird er wahrscheinlich immer noch so viel haben, wie er vorher hatte. Bevor wir die Stufe 6, das Stufe 6 Motor Upgrader gekauft haben. Wenn er halt volle Leistung hatte. Das ist schon cool. Also, vorstellen, wir sind wirklich so schnell, dass wir wirklich so gut wie alles schlagen können inzwischen. Wenn wir den Gegner finden. So, dann haben wir hier den Skyline Paranoid Paula. Paranoid Paula, ey. Shit. Ganz komische Farbe irgendwie.
Und ganz in so ein. Ist das weiß? Alter Schwede, ja. Sie ist so paranoid, dass sie schon vorm Rennen so ein bisschen sich Mut angetrunken hat. Erstmal kurz ein Sixpack vernichtet oder so. Kleinen Taschenrutscher hinterher, ne? Nennt man das so? So kleine Schnapsflaschen, die es so am Netto an der Kasse immer gibt. Boah. Ich kann nur dran denken, ey. So. Night Racer! Ja. Ich weiß ja nicht, was die anderen hier machen, aber gut. Sind wir nicht alle Night Racer? Das ist die große Frage. Fanatic Future. So einen fetten Komet, der irgendwie gerade in die Erdatmosphäre eintritt als Logo. Warum bin ich hier wieder lang gefahren? Warum will ich da unbedingt immer lang fahren? Das habe ich das letzte Mal schon mal gemacht, ne? Aber ganz ehrlich, ich bin der Meinung gewesen, der S2000, der ist jetzt eben nicht so langsam gewesen. Das hatte ich ja mal in, keine Ahnung, irgendeinem dieser tausenden Teile, die das hier werden, schon gesagt, dass laut Guide zu dem Spiel, ist natürlich kein offizieller Guide, sondern einfach nur von einem echten Tokyo Extreme Racer Freak, nenne ich ihn jetzt mal, geschriebener Guide. Soll der S2000 nicht so gut sein? So, ich komme auf den Punkt. Punkt. Oh. Das lockt mich immer wieder aus der Reserve. Ja, aber ganz ehrlich, da habe ich jetzt kein Problem mit dann auch mal. Ne? Wir fahren jetzt schon 80 Kilometer gleich wieder. 3,40. Mach da einfach so. Scheiße, ey. Ich glaube, ich werde gleich mal direkt auf den Wandern starten und dann mal gucken, wie hoch die Höchstgeschwindigkeit ist. Also 3,50 schaffen wir jetzt auf jeden Fall. Das haben wir sogar vorhin schon fast erreicht. Wow! Ja, danke. Danke dafür. Oh wow. Ist ja doch noch wer unterwegs. Okay, 1,80 SX. Silver Flash, das ist glaube ich ein Sil 80 oder so heißt das. Front von einem Silvia, Heck von einem 1,80 SX, ist auch freaky, dass es sowas überhaupt jemals gab. Ich bin der Meinung, die gab es tatsächlich real. Ist wahrscheinlich halt echt ein bisschen aerodynamischer gewesen durch die. Dadurch, dass er halt keine Klappscheinwerfer hatte.
Boah, Klappscheinwerfer sind natürlich schon geil, ne? Also ich glaube, jeder, der so wie ich Kind der 80er ist, wollte immer ein Auto später haben, was so Klappscheinwerfer hat. Ah, verdammt, danke. Ja, und zieht euch das mal rein. Jetzt ist der dieser Sil 80 da wirklich. Oh shit! Der gewinnt jetzt, das finde ich ja echt abgefahren. Ich meine, gut, wir haben jetzt auch schon 90 Kilometer gleich auf der Uhr, aber haben Leistung verloren, definitiv, aber ja. Hat er sich verdient, den Sieg. Krass. Also dann ist der wirklich nicht. Dann wird auch bestimmt der 180 SX, den ich ja am Anfang hier gekauft hatte. Bestimmt. Ja, komm, Revanche, bitte. Bestimmt auch abgehen. Also wenn man den voll getuned hat. Könnten wir gleich mal gucken, wie viel PS der kriegen würde. Wenn man Stufe 6 Motor Tuning einbaut, ja, Kurve. Kurve. Auto-Scooter Highway Challenge. Alles her. Oh shit, da habe ich immer von gesprochen und jetzt ist es mir im Rennen passiert. Aber was geht mit ihm ab? Warum ist ihm das auch passiert? Ist er hinter uns gewesen? Okay. Wow, und jetzt haben wir auch echt erst diesen Sil 80 freigeschaltet. Ja gut, aber vorher noch nicht gesehen, ne? Hätte ich bestimmt wieder so wie eben erstmal 5 Minuten irgendwas zu erzählt. Ich weiß nicht, es gibt so Autos, da triggert es mich einfach. Da kann ich nicht anders. Da muss ich dann irgendeinen Scheiß zu loswerden. Fun Freak. Oh Mann, und ich merke gerade, der Grip hat stark nachgelassen. Jetzt gleich 100 Kilometer schon unterwegs mit dem Auto. Oh, hier, guckt euch das an, der rutscht einfach nur noch geradeaus. Null Grip mehr. Ah, er ist eh Haneda gefahren, okay. So kann man natürlich auch dann die Statistik schön, indem es dann nur ein Unentschieden war. Also in die Richtung funktioniert das auch. So, da vorne ist noch einer vor uns. Eigentlich sollte ich jetzt in die Garage, aber... Ja, komm, der hat gar keinen Grip mehr. Bringt nix. Plus 9 Siege, plus 1 Niederlage. Ja. Geht schon, ne? Hätte schon Bock, das, aber gut, das macht einen ja irre, also wenn man das dann nochmal versucht und darauf achtet, dass man niemals verliert. Ja, oh, da ist er. Da kennt er ihn noch. Bin ja mal gespannt, wie die... Okay, da wird die Schnauze so ein bisschen länger. Boah, okay, geil. Ist schon krank, ne? Ist schon wirklich krank. Vorne mit irgendwie, was soll denn das sein? Ist irgendwie so ein Lufteinlass mit so einem Gitter. Ist super pixelig. Und halt so vorne noch so zusätzliche Einlässe. So in Richtung Reifen, Bremsen, wie auch immer. Halt vorne noch oben, ne? Quasi wie so ein Kühlergrill halt, den er dazu kriegt, der fehlt mir komplett in allen Varianten.
Ja, und dann wiegt er 1137 Kilo, das macht ihn richtig leicht. Aha, ja, finde ich eigentlich auch ganz cool. Weiß ich nicht, aber das hier, man kann das leider nicht drehen. Ich habe eben schon mit dem rechten Analogstick gedreht. Nee, geht leider nicht, weil das gab es jetzt nicht. Mhm. Ja, ist schon ganz cool. Boah! Alter Schwede! Das ist ja saugeil. Das ist saugeil. Das ist ein richtiger... Entschuldigung, aber es ist ein richtiger fucking Carbon-Diffusor, ne? Also das Design könnte auch aus, weiß ich nicht, aus einem deutlich neueren Spiel kommen. Ja gut, der letzte Exploit, den finde ich eigentlich ganz cool. Ne? Letzte Exploit, halt so Standard-Tuner-Kost, würde ich jetzt mal sagen. Aber mal ganz ehrlich, ich muss es mir gerade nochmal ansehen. Scheiße, sieht das geil aus. Also da muss ich sagen, finde ich absolut mega nice. Mega, mega nice. Und wie sieht das mit dem Auspuff aus? Oh, da war schon Stufe 5 dran, ne? Okay. Da ist irgendwie ein Rückschritt. Ja. Ja, ist halt irgendwie ein bisschen eckig, ne? Aber, Understatement, ne? So, wie viel PS hat er damit überhaupt gehabt? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. 265, 1129 Kilo. 387 PS, ne? Ist auch nicht ganz so teuer wie beim Lancer. Ist nicht ganz so teuer wie beim Lancer. Jetzt wäre natürlich die große Frage, potenziert sich die Leistung irgendwie mit dem Auspuff zusammen? Macht das irgendwie dann noch mehr aus? Tja. Ne, was wollte ich gucken? Genau, Body Shop wollte ich nochmal gucken. Boah, 1051 Kilo, ne? Also den kriegt man auf unter eine Tonne. Den kriegt man auf unter eine Tonne, den 180 SX. Das ist schon wirklich eine Ansage. So, aber ich gucke jetzt nochmal durch. Wir hatten ja eben noch, glaube ich, diesen einen Burschen da besiegt. Nee, ne? Ja gut, denn das haben wir eben schon mal bei dem... Wie wollen wir das denn jetzt? Das Accessory Shop, meine Fresse. Yo. Das sind irgendwie ganz komische Felgen. Ich würde die gerne mal sehen, wenn die stillstehen. Ja, in schwarz wieder, ne? 10.000 Credits, das ist es mir nochmal wert. Und die sehen echt jetzt so ein bisschen aus wie Stahlfelgen, ne? Wenn die sich so drehen. Ja, geht. Oh, wow. Oh, wow. Jetzt Hunde-Eskalation. Hunde-Eskalation total. Wie spät haben wir es denn? Beziehungsweise wie lange nehmen wir auf? Stunde 10. Hm. Ja, könnte tatsächlich sein, dass der Punkt gekommen ist, wo meine Freundin nach Hause kommt. Und, ja, sie war den ganzen Tag arbeiten und ihr wisst, wie das ist. Da muss man irgendwie ja, an seiner Beziehungsfähigkeit dann auch arbeiten und dran denken. Und ja, dann würde ich sagen, an der Stelle, hey, kommt, jetzt haben wir noch die Reifen aufgerüstet. Die Felgen. Es wird weitergehen. Jawohl. Und ja, dann danke ich an der Stelle vielmals, dass ihr euch dieses hoch improvisiert ja, hergestellte Video angesehen habt. Und ja, hoffe, hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.